This podcast is brought to you by LMU Munich. In der globalen Startup-Initiative und er hat mich gebeten, Sie herzlich zu grüßen. Wenn Sie Informationen über das Programm wünschen, gerade die Startups unter Ihnen, wir werden da beim Empfang auf dem Informationstisch Informationen auslegen und ich stehe auch persönlich gerne zur Verfügung bei Fragen. Zweiter wichtiger Sponsor ist die internationale Kanzlei Osper & Clark, vertreten heute Abend durch Herrn Dr. Sundermann und Kollegin. Auch Osborn und Clark haben etwas mitgebracht, interessante Giveaways, die als Nachtisch nach dem Networking mitgenommen werden können. IBM, Global Entrepreneur und Osborn und Clark, vielen herzlichen Dank, denn Sie ermöglichen uns im Anschluss in einem feierlichen Rahmen das Networking zu begehen. Dann haben wir zu danken dem Alumni- und Förderverein der Juristischen Fakultät der LMU, Juralumni. Dieser ermöglicht uns, dass die heutige Veranstaltung aufgezeichnet wird. Sie haben sicherlich schon die Kamera festgestellt. Die Vorträge und die Diskussion werden somit auf der Plattform iTunes U demnächst abzurufen sein. Wenn Sie dies interessiert, schauen Sie einfach in den nächsten Wochen auf unsere Website crowdinvestingsymposium.de. Und dann werden Sie informiert, ab wann und wo genau Sie die Aufzeichnung abrufen können. Wichtiger Hinweis, wir werden ja die Podiumsdiskussion dann auch für Fragen aus dem Auditorium öffnen. Ihre Fragen werden zwar alle aufgezeichnet, aber nur im Ton. Wenn Sie also unbedingt ins Bild möchten, müssen Sie nach vorne springen. Bitte dies nicht als Aufforderung zu verstehen. Wer mit der Wiedergabe seiner Frage auf iTunes U, aus welchen Gründen auch immer nicht einverstanden ist, möge dies einfach bei der Fragestellung mitteilen, dann werden wir die Frage und natürlich die Antwort entsprechend herausschneiden. Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Wir sind hier im geschützten Raum und nur das wird öffentlich wiedergegeben, wo Sie nicht widersprechen. Ja, und zuletzt darf ich auch den Medienpartnern herzlich danken. Wir haben zum einen deutsche Startups gewonnen, und zum anderen das Venture Capital Magazin, da darf ich Herrn Benjamin Heimlich begrüßen, Redakteur, der auch einige Hefte vom aktuellen Magazin, das sich dem Thema Crowd in allen Facetten schwerpunktmäßig widmet. Auch diese Hefte können Sie dann beim Empfang zum Dessert mitnehmen. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt zum Panel kommen und wir werden so eine gute halbe Stunde hier auf dem Panel diskutieren und dann aber die Fragen an die vielen Experten der Crowd, der 200 Personen, die hier anwesend sind, Fachanwälte, Studenten, Startups öffnen. Ab 19 Uhr werden wir dann uns in die Empfangshalle im zweiten Stock begeben und dort beim Networking uns weiter austauschen können und wenn Sie noch Fragen haben, die nicht beantwortet worden sind, stehen Ihnen natürlich auch die Experten gerne zur Verfügung. Ja, die Experten, ich darf einfach mal anfangen. Von links nach rechts begrüße ich aus Ihrer Sicht Christian Thaler-Wolski von Wellington Partners. Er ist dort Investment Manager mit Technologie und auch Internet und Software betraut und auch selber mit eigenen Erfahrungen im Bereich Crowd Funding, Investing. Daneben Steffen Reitz, Geschäftsführer der SmartHive GmbH, eine Gründung hier aus dem Münchner Raum, mit eigener Erfahrung auch mit Crowd-Investing-Plattformen oder einer Plattform. Dann direkt neben mir Herr Seibold, Partner von Earlybird Venture Capital. Earlybird Venture Capital ist ja auch sehr stark im Bereich Internet, Consumer Web investiert, was eine Branche ist, die natürlich auch von den Crowd-Investing-Plattformen adressiert wird. Und dann zu meiner Linken die Vertreter der Crowd-Investing-Plattformen, Herr Zwinge von Companisto aus Berlin und Herr Herzog, Leiter Business Development in Investment aus Köln. Jetzt vermissen Sie vielleicht den Vertreter von Seedmatch. Herr Vogel hat leider aus dringenden terminischen Gründen absagen müssen.
Ja, ich darf mal anfangen, vielleicht doch zunächst einmal so ein bisschen zu versuchen, das Grundprinzip von bestehenden Plattformen hier in Deutschland etwas näher zu beleuchten. Herr Herzog, Sie sind ja mit Innovestment einer der ersten am Markt und auch der Zahl nach sehr erfolgreich. Ihre Plattform hat ja etwas ein besonderes Prinzip, nämlich das Auktionsprinzip. Ja. Vielleicht können Sie das mal erklären. Das Mikrofon ist an, einfach sprechen. Jetzt? Ja, sehr gut. Ja, ganz einfach. Also wir standen einfach vor einem grundsätzlichen Problem, irgendwie, wie bewertet man ein Startup richtig? Das ist ja allgemein bekannt, dass irgendwie Methoden wie Discount-Cashflow-Methode schlecht anzuwenden sind, da keine Historie vorhanden ist. Dementsprechend haben wir das aufgelöst über ein Auktionsverfahren, haben uns da ein bisschen an klassischen Finanzmärkten orientiert, wo man das einfach über ein Bookbuilding-Verfahren den richtigen Preis über die kollektive Preisbereitschaft der Investoren abbildet. Und genau das haben wir versucht einfach nachzubilden. Und zwar in einer Form, wo einzelne überoptimistische Anleger, wo es nicht dazu führt, dass die dann wirklich diesen überoptimistischen Preis zahlen, sondern die Zuteilung erfolgt sozusagen zum letzten gültigen, günstigsten Angebot. Das ist was unsere Plattform wirklich, wirklich ausmacht. Also dass wir sagen, wir können das nicht bestimmen, wir haben eine clevere Crowd und wir gestalten den Marktplatz so, dass das zum Tragen kommt. Ja, vielen Dank. Herr Zwinge, Frage gleich an Sie. Wenn man an Componisto denkt, dann denkt man gleich an das sogenannte Pooling-Prinzip. Das ist ja so eine Alleinstellung bei Ihnen. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Ja, sehr gern. Also wenn man über Componisto redet, dann ist es sicherlich als USP, Pooling gehört dazu. Ich würde das ein bisschen weiter insgesamt fassen, nämlich VC-Kompatibilität. Das war immer schon der Ansatz auch von Componisto, dass man von Anfang an die Beteiligungsmodelle, die eben dahinter stecken, auch auf Anschlussfinanzierungen durch Venture-Capital-Gesellschaften optimiert. Dazu gehört im ersten Schritt, dass die Verträge natürlich selbst so schon ausgestaltet werden, dass sie in Folgefinanzierungsrunden keine Schwierigkeiten machen. Das heißt, insbesondere so wichtige Punkte wie Verwässerung oder dass die Beteiligungen enden können im Exit-Zeitpunkt und zahlreiche Vertragslaufzeiten, dass sie nicht zu kurz sind, ja, First-In, Last-Out-Prinzip. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man die Investoren auch poolt. Also so wie es auch traditionell in der Offline-Beteiligungslandschaft gemacht wird. Wenn man viele Personen beteiligt an einem Startup, poolt man sie offline und wir machen das Gleiche eben auch online. Das heißt, bei uns schließen die Investoren eine Pooling-Vereinbarung ab, die eben vorsieht, dass, falls es dennoch mal zu Änderungen kommen muss bei den Beteiligungsverträgen im Zuge von Anschlussfinanzierungsrunden, dass diese Änderungen dann auch sehr schnell in einem Online-Verfahren innerhalb von 7 Tagen auch durchgeführt werden können und VC-Gesellschaften deshalb nicht sich mit einer Vielzahl von Beteiligten direkt auseinandersetzen müssen, sondern einen zentralen Ansprechpartner haben, nämlich Componisto, die eben auch dieses Pooling- und Änderungsverfahren durchführen können. Das ist ja auch ein Punkt, da wird der Herr Reit sicherlich auch noch was dazu sagen. SmartHive hat da ja Erfahrung gemacht, wie schwierig das sein kann, wenn man da sehr viele Beteiligte einzeln ansprechen muss, damit eben die Verträge auch auf Anschlussfinanzierungsrunden ausgerichtet werden. Das war jetzt Gedankenübertragung, denn Herrn Reitz wollte ich das Wort geben und ihn aber zunächst einmal nach den primär positiven Erfahrungen bei der Seed-Finanzierung mittels der Investment-Plattform Seedmatch fragen. Zu der VC-Thematik kommen wir dann später. Wenn Sie darüber mal kurz berichten, wie da Ihre Erfahrungen waren und vielleicht noch eine Seitenfrage, haben Sie dabei eigentlich an die Prospekthaftung gedacht, die Sie als Startup tragen? Ich wusste, glaube ich, bestenfalls, wie man es buchstabiert, also nicht wirklich, was Prospekthaftung ist, geschweige denn, unter welchen Umständen ein Prospekt notwendig ist. Ich meine, die Vorteile von Crowdfunding liegen eigentlich auf der Hand. Wir sind in einem Land, wo es mittlerweile einige Hochschulen gibt, die Entrepreneurship groß schreiben, die sich wünschen, dass mehr Gründungen stattfinden, wo aber durchaus in der Early-Stage-Phase, gerade Pre-Seed, sehr, sehr wenig Kapital vorhanden ist. Also Deutschland ist schlichtweg ein Land, in dem relativ wenige Business Angels unterwegs sind und in dem die Finanzierung der ersten Monate, der ersten Jahre alles andere als leicht sind.
Wir haben das Glück, dass es Gründerstipendien gibt, die helfen so ein bisschen über die ersten Monate bzw. Jahre hinweg für die, die eins ergattern können, die gerade in das Portfolio der, ja, der Budgets, der staatlichen Budgets passen. Allerdings ist es danach für viele Startups, die einfach Zeit brauchen, bis sie einen Prototypen haben, die Zeit brauchen, bis sie wirklich sich zu einigermaßen kompetenten Unternehmern entwickeln, extrem schwierig. Und dann nochmal an die Eltern und Verwandten ranzugehen oder Freunde oder das Auto verkaufen, das irgendwie erspart wurde, ist halt häufig nicht ganz einfach. Und deswegen sind Crowdfunding-Portale meiner Meinung nach extrem notwendig für die deutsche Finanzierungslandschaft. Und ich glaube, es ist eine fantastische Initiative und fantastisch, dass dieses Instrument aufgekommen ist. Zu den nicht ganz so positiven Punkten komme ich wahrscheinlich danach. Ja, vielen Dank erstmal so als Eingangsstatement. Herr Thaler-Wolski, Sie sind selber auch bei Berlin Crowd aktiv, wie man kürzlich in den Venture News lesen konnte. Was haben Sie denn für Erfahrungen sowohl als VC-Repräsentantin als auch als Privatmann mit dem Thema Crowdfunding oder Investing? Dann fange ich mal mit dem einfachen Teil an. Also das Engagement bei Berlin Crowd ist rein privat. Genauso habe ich im Sommer letzten Jahres auch zwei Investments bei Seedmatch getätigt, jeweils 250 Euro. Und über was ich mich einfach auch persönlich gefreut habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach die Entrepreneure damit unterstützen wollte. Bei dem einen habe ich mittlerweile nicht mehr so große Hoffnung, dass das was wird oder dass es sinnvoll war, auch im Nachhinein. Aber in dem anderen bin ich wirklich recht guter Dinge, dass das nicht nur eine gute Idee ist, sondern dass das Team auch dort wirklich imstande ist, da was Vernünftiges abzuliefern. Was die professionelle Seite des Ganzen betrifft, bin ich absolut der Meinung, dass Crowdfunding ein Instrument ist, was gut an sich erstmal für den Markt ist, weil es den Markt öffnet für Menschen, die eben keinen Dealflow haben, jetzt auf einer professionellen Ebene wie ich oder meine Kollegen oder Business Angels. Und das haben wir auch in der einen Landkarte gesehen, dass halt die Leute überall sitzen, in der ganzen Bundesrepublik verteilt und dann sich an einem Startup in Aachen oder München oder Köln oder sonst wo beteiligen können. Und das finde ich gut erstmal, weil es eine Demokratisierung ist, es ist eine Egalisierung und es bewirkt einfach auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema Entrepreneurship, Gründen und so weiter. Und viele Leute haben halt nicht den Zugang dazu und das ist ihr Weg, um diesen Zugang zu bekommen. Wir selber haben jetzt noch in kein Startup investiert, die vor ein oder zwei Jahren eine Crowdfunding-Runde gemacht haben. Es gibt keinen expliziten Grund dafür, es hat sich einfach noch nicht ergeben. Und ich denke, dass sich das einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis sich das ergibt. Wie gesagt, es gibt keinen Grund dafür. Um gleich an die Diskussion hier anzuknüpfen mit der Venture Capital Kompatibilität. Ich glaube, dass das alles eine Frage des Startups an sich ist. Wenn es einfach eine super Sache ist und man möchte da investieren, dann findet man noch einen Weg, da zu investieren, egal was die Hürden sind. Ja, also wenn die Hürden zu hoch sind, dann ist es nicht gut. Also Ceteris Paribus ist natürlich einfacher, in das zu investieren, wo die Hürden niedriger sind, aber es gibt halt kein Ceteris Paribus. Die sind ja alle individuell, die Startups, die sich um eine Finanzierung dort an die Venture Capital Firmen wenden. Mein Einstieg. Ja, vielen Dank. Herr Seibold, wenn Sie hören, welche Erfordernisse an die Plattformen gestellt werden oder in Zukunft gestellt werden können, wünschen Sie sich dann zu tauschen und lieber eine Crowd-Investing-Plattform zu betreiben, denn eine Venture-Capital-Gesellschaft? Ich bin da nicht ganz sicher. Hört man mich jetzt? Ist jetzt besser? Ja, scheint. Ansonsten nehme ich einfach ihr's. Ja, mach's einfacher. Schwierige Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, in den ganzen Details, vor allem auch dessen, was da noch an regulatorischen Rahmenbedingungen auf uns zukommt oder auf die Branche im Crowdfinanzierungsbereich zukommt, so richtig durchblicke ich das noch nicht. Und ich glaube, wir können es auch noch nicht so richtig absehen. Ich denke aber, dass Venture Capital natürlich in den letzten Jahren durchaus eine Daseinsberechtigung hatte, vor allem weil es letztlich auch ein
gewissermaßen qualifizierter Prozess war, über den Anleger an einen doch recht intransparenten Markt, nämlich der Startup-Finanzierung, auch rangeführt worden sind oder rangeführt werden konnten. So haben sich natürlich überwiegend institutionelle Anleger in Venture-Capital-Fonds quasi engagiert. Es gab aber natürlich zumindest in der Anfangsphase auch ganz viele Privatanleger, die in Venture-Capital-Fonds investiert haben, dann aber nach der geplatzten Internetblase sind doch recht viele wieder ausgestiegen und haben das Venture-Capital-Geschäft den institutionellen bzw. den Profis überlassen. Von daher hat sich da einiges an Verschiebung ergeben, spätestens seit 2003, 2004 und man hat den Eindruck, der Startup-Markt ist eigentlich für die privaten Anleger außer für Business Angels nicht mehr wirklich erreichbar. Und deshalb glaube ich, ist Crowdfinanzierung natürlich ein super spannendes Thema für private Anleger, die sich in Startups engagieren möchten. Die Frage ist natürlich immer, ist das risikoadäquat, ist es kostenadäquat? Und darüber werden wir sicherlich heute auch nochmal intensiv diskutieren. Ja, vielen Dank zunächst mal für diese Eröffnungsstatements. Ich würde jetzt gerne einige Aspekte der Funktionsweise und auch von Regulierungsperspektiven, wie das euphemistisch so schön heißt, ansprechen. Nochmal die Frage an die Vertreter der Plattformen, wie profitieren denn am Ende die Anleger bei Ihnen? Es wurde jetzt schon viel von den Risiken gesprochen, Totalausfall, männliche Selbstüberschätzung. Haben schon Anleger von Ihren Plattformen profitiert? Ist da schon mal Geld zurückgeflossen über eine Gewinnausschüttung oder ist es nur das Verlustkonto, was sich bislang gefüllt hat? Wenn Sie da vielleicht mal erklären, wie das im Detail funktioniert und ob es da auch schon Erfahrungswerte gibt. Einfach der Reihe nach. Also in der Masse gab es noch keine Ausschüttung. Also de facto sind wir seit einem guten Jahr am Markt. Dementsprechend alt sind die Startups. Vielleicht gibt es woanders Einzelfälle, also bei uns gibt es jetzt noch keinen, der irgendwie großartig ausschüttet oder Riesen-Exit-Erlöse erzielt hat. Auf der anderen Seite arbeiten sie aber auch noch alle dran, da ist auch noch keiner weg, so weit von uns. Ja, ist bei Companisto ähnlich. Companisto ist erst seit 6 Monaten online, von daher selbst die Jahresabschlüsse des letzten Jahres sind noch nicht aufgestellt. Von daher gibt es natürlich noch keine Ausschüttung. Das ist aber auch nicht zu erwarten bei Startup-Unternehmen in den ersten Jahren, das muss man ganz ehrlich sagen. Also in den ersten Jahren profitiert man nicht von laufenden Gewinnen, die werden traditionell reinvestiert für das Wachstum des Unternehmens und das ist auch richtig so, vor allen Dingen dann, wenn man wie bei Companisto auch am Unternehmenswert beteiligt ist. Das heißt, wenn man eben daran beteiligt ist, wenn es später mal einen Exit gibt, oder eben nach Ablauf der Beteiligungslaufzeit durch ein Auseinandersetzungsguthaben. Das muss dann richtig berechnet werden. Da gebe ich Herrn Dr. Honhoff und Herrn Dr. Klöhn recht. Ein EBIT-Multiple ist aus unserer Sicht nicht das Richtige, sondern das IDWS-1-Verfahren des Instituts der Wirtschaftsprüfer, was wir anwenden. Wenn man das dann aber auch so macht, dann kann man natürlich auch profitieren. Aber grundsätzlich gilt, Investitionen in Startups sind kein Tool oder keinen Weg, um kurzfristig Geld zu machen, sondern es ist eine längerfristige Investition, dessen muss man sich bewusst sein. Wenn ich da eine Rückfrage stellen kann, gerade wenn es eine längerfristige Investition ist und der Anleger wird klamm und braucht Liquidität, gibt es eine Möglichkeit, das Investment zurückzugeben? Kann man handeln mit den Anteilen, partiarischen Darlehen, wie auch immer? Steht ja jetzt auch demnächst der Markteintritt von Bergfürst bevor, die ja bewusst ein Modell gewählt haben, wo man in Form von Aktien dann die Anteile auf der Plattform selber wiederum veräußern kann. Oder ist man da wie bei einem geschlossenen Schiffsfonds oder Filmfonds bis Gedeih und Verderb erstmal darauf vertröstet, was daraus wird? Also wir haben eine Kündigungsmöglichkeit für Startup nach 7 Jahren, also es ist, endet schon mal nicht so nach 25 Jahren wie ein Filmfonds oder ähnliches, das mal das Erste. Das Nächste ist, eine Handelbarkeit ist noch nicht da, grundsätzlich glauben wir aber schon, dass man als Marktplatz irgendwie mittelfristig auch so eine Fristentransformation darstellen muss. Das wird sich wohl entwickeln. Ich glaube, das ist eine von den Grundfunktionen, die den Marktplatz bieten muss.
Also auch da muss man sich wieder der Funktion bewusst werden, was Crowdinvesting ist, auch für den Privatanleger. Crowdinvesting ist eine Möglichkeit für Privatanleger, ähnlich wie Venture Capital Gesellschaften oder Business Angels in Startup-Unternehmen zu investieren. Und bei Business Angels, Venture Capital Gesellschaften und auch bei den Gründern gibt es per se nicht die Möglichkeit, wenn man darauf angewiesen ist, schnell seine Beteiligung abzustoßen. Da gibt es keinen Sekundärmarkt für. Das ist ähnlich auch bei Investitionen über Crowdinvesting-Plattformen. Das heißt, Investitionen über Crowdinvesting-Plattformen sind tatsächlich längerfristig ausgelegt. Es ist schon möglich, dass man seine Beteiligung auch verkauft, überträgt und dafür natürlich auch dann Erlös erhält. Allerdings gibt es bisher keine Handelsplattform, auf der das möglich ist. Wann dann mal wieder der Markteintritt von Bergfürst bevorsteht, dann werden wir mal sehen, wie es dann läuft. Ich hatte gestern Abend noch im Internet recherchiert. Reiz, vielleicht da noch mal bei Ihnen aus Ihrer Sicht, was waren denn die treibenden Motive, sich überhaupt auf diese, auch gerade zum damaligen Zeitpunkt, ja, extrem innovative Form der Finanzierung einzulassen? Waren Sie am Ende doch ein Necessity-Entrepreneur oder mehr ein Fun-Entrepreneur? Wie haben Sie das überhaupt wahrgenommen, die Chancen und Risiken? Wie gesagt, zu dem Thema VC-Kompatibilität kommen wir später noch. Ich glaube, zum Thema Alternativen, wir hatten schlichtweg keine. Also ich glaube, wir waren damals circa 18 Monate nach Start, also nach Kick-Off der Gründung, direkt aus der Uni heraus, nicht in der Lage, weitere Business Angels zu gewinnen. Also wir hatten damals drei sehr junge Business Angels gewonnen, die so naiv waren, an uns zu glauben, glücklicherweise. Gibt es eben viel zu selten, meiner Meinung nach. Wir hatten das Gründerstipendium schon verbrannt und wir brauchten für die Wachstumspläne, die wir hatten, Geld. Wussten damals auch noch nichts von irgendwie Wettbewerb, der eventuell 1-2 Cent noch mehr einsammeln würde. Und wir hatten einfach schlichtweg keine Wahl. Also wir haben die Möglichkeit bekommen, bei Seedmatch auf die Seite gestellt zu werden und haben das sofort dankend angenommen. Der ganze Prozess lief innerhalb von 3 Wochen ab. Wir haben von mehreren Anwälten, unter anderem von denen, der uns dann betreut hat, eigentlich massivst Bedenken und Kritik genannt bekommen und waren aber damals darauf angewiesen und haben gedacht, okay, das werden wir schon schaffen. Kritische Anwälte, die immer wieder erstmal das Salz in der Suppe sehen und haben das Abenteuer mehr oder weniger blauäugig gewagt und mussten dann irgendwann später nochmal dafür zahlen. Nichtsdestotrotz, zum damaligen Zeitpunkt war es die richtige Wahl, ja. Eine Frage an die VCs, die Startups, die sich auf diesen Plattformen präsentieren, denen wird ja dann zum Teil auch von Finanzberatern nachgesagt, dass sie das gar nicht das Potenzial hätten für eine richtige Finanzierung. Und die richtige Finanzierung beginnt ja erst bei einer ordentlichen A-Finanzierung durch Venture Capital. Wie sehen Sie das? Ist das eine ganz andere Art von Startup-Business mit einem ganz anderen Markt- und Skalierungspotenzial? Ist das eine Vorstufe oder wie schätzen Sie überhaupt Startups ein, soweit Sie sie wahrgenommen haben, die jetzt über diese Plattformen sich finanzieren? Also ich habe mir eine ganze Reihe von Projekten angeschaut, die gerade auf Seedmatch, Companisto und Innovestment eingestellt sind. Man muss sagen, so etwa die Hälfte davon, die würden bei uns unter den Radar fallen, wahrscheinlich zu klein. Die werden nicht groß genug, um klassisches Venture Capital Investment zu rechtfertigen. Aber die andere Hälfte, da würde ich durchaus sagen, die hätte ich mal gerne getroffen und hätte mir die mal gerne angeschaut, wie die sich aufstellen, wie die sich positionieren. Das spricht, die wären bei uns durchaus auch in der Prüfung gekommen. Was mich so ein bisschen fraglich stimmt oder nachdenklich stimmt, ist, dass ich glaube, den Anlegern in der Regel nicht bewusst ist, was es kostet, so ein Unternehmen wirklich erfolgreich aufzubauen. Also beispielsweise, ich habe ein aktuelles Investment gefunden, Particular, das sind Nanopartikel, die auf ihrer Plattform eingestellt werden. Ich habe mich in den letzten 10 Jahren immer wieder mit Nanotechnologie-Investments beschäftigt, aber ich habe noch kein Investment gesehen, das irgendwie unter 5 oder 10 Millionen da rausgelaufen ist. Ich würde da also durchaus das Fragezeichen haben, die ersten 100.000 Euro und was kommt dann? Wann ist es möglich, über die Plattform oder über eine ähnliche Plattform interessante Anschlussfinanzierung einzuwerben? Und wenn dann eben doch Venture Capital gebraucht wird, sind die Regularien wirklich so sauber aufgestellt, dass man dann entsprechend reibungsfrei, ohne dass es großen Krach in der ursprünglichen Anlegerbasis gibt,
Anschluss finanzieren kann. Die Frage auch nochmal an Christian Thaler-Wolski. Wie bewerten Sie die Start-ups, die sich dort feilbieten? Ja, die Frage, die sich Entrepreneure grundsätzlich immer stellen sollten, wenn sie eine Finanzierung aufnehmen, ist, was möchte ich mit dieser Finanzierung erreichen und wie lange soll sie halten und was muss ich zeigen, um die nächste Finanzierungsrunde machen zu können? Ja, also praktisch sich nach vorne beamen, die 12, 18 oder 24 Monate oder was auch immer, und dann sich hinstellen und sagen, was muss ich bis dahin erreicht haben, um die nächste Finanzierungsrunde überhaupt machen zu können, sodass ich überhaupt in guten Gewissens sozusagen zu irgendeinem anderen Venture Capitalisten oder zu meinem eigenen Erstinvestor zu gehen und zu sagen, hier gibt mir mehr Geld. Und ich glaube, das kommt zu kurz, weil 100.000 Euro ist in der Tat sehr wenig. Man kann sicherlich heutzutage mehr mit 100.000 Euro erreichen als noch vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren, ja, weil die Technologien viel weiter sind, weil es Distributionsplattformen gibt, die es vorher nicht gab, ob das nur iTunes, Facebook oder Spotify oder sonst was. Das heißt, man kann also mit 50 oder auch 100.000 Euro kann man eine App bauen, man kann ein einigermaßen vernünftiges Frontend realisieren, man kann vielleicht sogar jemanden anheuern, also einen Entwickler, man hat sein eigenes Gründerteam, aber man hat noch nicht wirklich gelauncht und man hat die 100.000 verbraten und dann ist das Geld weg und dann steht man da und möchte jetzt launchen und dann geht man zum Venture Capitalisten und sagt, jetzt haben wir das gebaut mit den 100.000 vom Crowdfunding. Und jetzt möchten wir launchen. Und dann sagt jeder Venture Capitalist, ja, schön, aber jetzt musst du launchen. Und dann schauen wir, wie es geht, 3 oder 6 Monate. Und ich denke, das ist das Problem. Deswegen sollte man diese Crowdfunding-Sachen nicht unterschätzen, also die Summe, als auch an der Stelle schon anfangen, mit Business Angels zu arbeiten. Und so wie ich das bei SmartKai verstanden habe, habt ihr das ja gemacht. Und das hat zumindest ein bisschen was geholfen, wahrscheinlich. Eine Sache, die... das Thema, ob die Crowd diese Startups richtig auswählt oder richtig bewerten kann, das ist, ich glaube, tendenziell liegt es auf der Seite, dass die Crowd das richtig kann. Ich glaube, was die Crowd aber nicht kann, ist, wie ein Experte, wie der Wolfgang Seibold das gerade erwähnt hat, 10 Jahre lang ein proprietäres Wissen im Bereich Finanzierung von ganz bestimmten Industrieunternehmen aufzubauen. Oder wie wir, die in ganz Europa tätig sind, einen Dealflow in Europa zu sehen und Vergleichsmöglichkeiten zu haben bezüglich, wie der Markt in anderen Ländern ist, wie die Teams in anderen Ländern sind, ob es eventuell Teams gibt, die schon den Markteintritt in Deutschland planen und dann gibt es hier jemanden, der 2 Jahre später dran ist. Und da haben wir halt Vergleichsmöglichkeiten, die Crowd nicht hat. Ansonsten denke ich, ist es auf jeden Fall ein gutes Anschubsinstrument. Herr Zwinget wollte direkt dazu was sagen. Genau, also es geht darum, nochmal klarzustellen, was für Unternehmen tatsächlich auf den Crowd-Investing-Plattformen sind. Da kann ich jetzt natürlich nur für Companisto sprechen, aber das ist auch auf anderen Plattformen ähnlich. Also wir haben eigentlich keine Unternehmen, die ihr Produkt noch nicht gebaut haben, also die 100.000 Euro benötigen, um dann ein Produkt zu bauen, sondern die Unternehmen haben alle schon ein Produkt, die sind alle schon am Markt. Die haben auch fast ausnahmslos, zumindest bei uns, alle Business Angel drin, sind schon in staatlichen Förderprogrammen drin, haben teilweise schon 6-stellige Finanzierungsrunden hinter sich. Also es sind keine Unternehmen, die Geld brauchen, um erst das Produkt fertigzustellen, ja, sondern die sind schon in einer deutlich weiteren Phase. Es macht schon einen Unterschied. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass man eben höhere Summen als 100.000 Euro einsammelt. Bei Companisto läuft im Moment auch ein 150.000 Euro Funding. Bei Seedmatch gab es ja in der Vergangenheit, wurde ja auch in den Vorträgen schon erwähnt, auch schon Finanzierungsrunden über 200.000 Euro. Also da sind die Plattformen nicht an diese 100.000 Euro Grenze gebunden. Aber trotzdem, es ist natürlich richtig, dass ein Crowd-Investing alleine normalerweise nicht dafür reicht, ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Also Crowd-Investing, Unternehmen, Startups sind einfach auf Anschlussfinanzierung durch Venture-Capital-Gesellschaften angewiesen. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen haben wir auch von Anfang an bei Companisto den Fokus darauf gesetzt, dass diese Anschlussfinanzierungen möglich sein können, dass sie möglich sind. Und ist ja auch bei uns schon passiert. Doxa hat das war das erste Unternehmen, was wir überhaupt finanziert haben vor 6 Monaten, hat sofort eine Anschlussfinanzierung bekommen im deutlich sechsstelligen Bereich. Also das ist wirklich ein Augenmerk. Da muss man darauf achten, es ist richtig, dass der Weg zu den VCs eben bestehen bleibt.
dann kommen wir jetzt mal, lassen wir jetzt mal die Katze aus dem Sack. Die Schmerzen von SmartCalf, wie lange haben die 100.000 Euro gereicht? Worum wurden sie ausgegeben? Und ja, gab es dann vielleicht doch Schwierigkeiten, die mit den Geburtswehen der ersten Modelle vielleicht verbunden sind bei der am Ende doch erfolgreichen Finanzierung von SmartCalf? Ja, nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, man darf nicht alle Startups über einen Kamm scheren und sagen, Startup ist Startup und jedes Startup will eine VC-Finanzierung. Als wir gestartet sind damals und überlegt haben, wir machen eine Technologie, die mit Semantik und ein bisschen komplizierter und so weiter, wir hatten keine Ahnung, wie wir das finanzieren würden. In meinen ersten Finanzplänen stand drin, dass ich irgendwann 6 Leute habe, 200.000 Euro und dann läuft das Ding und wir sind break-even. Ja. Insofern, auch die Startups, die man auf Seedmatch, auf Investment sieht, viele Startups haben solide Geschäftsmodelle, machen entweder B2B-Umsätze oder haben irgendwelche Pilotkunden, die kriegen schon Gelder und die wollen auch gar nicht durch die Decke gehen. Für die ist es fein, irgendwann mit 18 Leuten ein solides Business zu haben. Und das ist auch, man darf nicht sagen, VC ist, glaube ich, das Ziel aller Träume. Es gibt Modelle, gerade Consumer-Modelle, Internet-Geschäftsmodelle, die natürlich sehr, sehr longtail-mäßig aufgebaut werden, wo man tatsächlich die ersten 2-3 Jahre von Investorengeldern lebt, gerade wenn man sehr große Träume hat. Aber das ist nicht jeder Gründer denkt so. Und genau das ist auch das Problem. Nicht jede Plattform hat so gedacht. Und es ist natürlich aus meinen Gesprächen mit den Plattformen zu Beginn sehr schnell klar geworden, manche von den Plattformen haben das Thema nie wirklich bedacht, zumindest nie mit ein bisschen Hirnschmalz. Also es sind einfach Modelle entworfen worden, wo man gesagt hat, es ist VC-tauglich. Derjenige kann, glaube ich, Venture Capitalist nicht gescheit aussprechen. Also ich glaube, da ist der Fehler gemacht worden, dass man viel zu naiv rangegangen ist und gesagt hat, wir machen ein Modell, das wird schon passen in der Zukunft und wir haben auch nicht das Geld. Und das ist, glaube ich, das nächste Thema. Viele Gründer von diesen Crowdfunding-Plattformen haben selber mit sehr, sehr wenig Geld, und zwar viel weniger als die 100.000, die wir eingesammelt haben oder die sie Unternehmen einsammeln wollen, sich teure Anwälte mit 200, 300, 500 Euro Stundenlohn bezahlen müssen, aber haben das Geld nicht gehabt. Was haben sie gemacht? Haben den Freund um die Ecke gefragt und er hat halt die Woche davor den Blumenhändler beraten und jetzt macht er halt ein Crowd-Modell, ja. Und das ist halt immer sehr, sehr schwierig und deswegen, es ist auch tatsächlich so, es ist ein verdammt komplexes rechtliches Modell, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und gerade das Beteiligungsmodell, das die Deutschen gewählt haben, mit direkten, stillen Beteiligungen am Anfang, ist ein verdammt heikles Thema. Und ich glaube, das haben die meisten unterschätzt. Und das ist auch mein Vorwurf an die Crowd. Die Crowd-Initiative ist fantastisch, aber viele sind da reingegangen in den Markt und haben gedacht, sie werden die VC-Alternative. Und das ist uns auch gesagt worden. Also es war O-Ton nach dem Motto, ihr braucht ja kein VC mehr, ihr könnt ja die zweite, dritte und siebte Runde auch noch über die Crowd machen. Da sage ich, ja, kann ich, aber nicht, wenn ich irgendwann mal mehr als 130.000 einsammeln will. Oder zumindest nicht in den nächsten 12 Jahren. Also. So viel zum Thema Blauäugigkeit. Gerade selber den Mund genommen. Aber jetzt vielleicht nochmal, dass wir auf das Thema Kompatibilität mit Venture Capital da nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Da nochmal jetzt insistiert, was war jetzt, ohne da jetzt zu sehr zu insistieren, aber so grob gesagt, was war die Grundschwierigkeit für SmartCalf? Also es ist ja auch nicht alles schlecht, muss man dazu sagen. Ja. Es gibt Plattformen sehr wohl, die das heute schon sehr, sehr gut machen. Man muss halt sagen, nicht immer der am lautesten schreit, am besten Marketing macht, hat auch am meisten rechtlichen Aufwand reingesteckt. Ich kenne Plattformen, die ich für hervorragend halte und ich glaube auch, Crowdfunding wird sich durchsetzen. Wie gesagt, es gab eben Kinderkrankheiten, die wahrscheinlich Krankheiten sind, die dazu führen, dass manche von den Kindern, die darüber dann gefüttert wurden, vielleicht nicht überleben werden. Das ist meine Ansicht. Ja. Für uns war das Kind dem Husten wieder auszutreiben, halt ein Riesenaufwand. Wir mussten 144 stille Beteiligung rückumwandeln, weil einige Sachen einfach für einen VC, deswegen spannend, wie Herr Talewski hier drüber denkt, einfach nicht erträglich waren. Und ich glaube, unser VC ist jetzt einer, der nicht unbedingt als der härteste Hund im Markt bekannt ist, aber er hat tatsächlich gesagt, die Modelle kann er nicht eingehen, weil ein Exit nie möglich ist. Und auch wenn wir als Gründer manchmal sagen, ich will ja auch keinen Exit, ich will die Firma noch in 10 Jahren führen, ein VC hat nun mal ein einziges Interesse und das ist, die Firma nach 5 bis 10 Jahren oder nach 4 bis 7 Jahren irgendwann auch zu verkaufen, und zwar idealerweise mit einer Rendite. Und deswegen waren ein paar Themen, die stichwörtlich gesagt Verwässerungsschutz, Pooling oder nicht vorhandenes Pooling und ein Exit-Szenario, das schlichtweg nie angedacht wurde, die waren einfach für einen VC absolut hinderlich. Bevor wir den anwesenden Plattformen die Gelegenheit geben, darzulegen, wie sie alles richtig machen, die Frage an die anwesenden VCs, was sind da so die Kernkriterien? Also was ist aus VC-Sicht wichtig, damit es keine Schwierigkeiten gibt? Mit Crowd-Investments bei Startups? Ich denke einfach, dass es, also ich bleibe eigentlich bei meiner Aussage, dass es vom Fall zu Fall abhängig ist, dass es immer eine Funktion ist von, in Anführungsstrichen, wie heiß ist der Deal, ja, möchte ich da investieren,
Und wenn das mein Deal des Jahres ist, dann werde ich alles dafür tun, um diese 144 stillen Beteiligungen mit dir gemeinsam rückabzuwickeln. Und wenn ich da nachts um drei in den Bayerischen Wald fahren muss. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich glaube nicht, dass das das große Problem ist. Und vermutlich würde man die Hälfte dieser Beteiligung, ich meine, es ging um vermutlich 100.000 Euro. Wenn man den Leuten 200.000 Euro bietet, dann würde die Hälfte wahrscheinlich das annehmen. Weil die sagt, ja, und die andere Hälfte, da muss man dann halt hinfahren. Also, ja, aber... So, immer unter der Maßgabe, und das bitte ich nochmal zu beachten, wenn das der heißeste Deal des Jahres ist. Wenn das nicht ist, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Also ich weiß nicht, ob wir der heißeste Deal des Jahres waren, keine Ahnung dazu. Allerdings, und genau da lag ja die Essenz drin, du hast ja auch gesagt, man kann dann gemeinsam mit den Gründern 144 stille Beteiligung, in unserem Fall, es gibt welche, die sind 136, 149, keine Ahnung, man kann die rückabwickeln. Aber ich glaube, ihr VCs habt keine Ahnung, was für ein Aufwand es für einen Gründer ist, der noch ein paar Wochen Cash hat, 144 Typen, die von einem VC auch nicht viel wissen und auch nicht unbedingt an Exit denken, sondern wie wir gehört haben, an soliden Gewinnbeteiligungen, die übrigens auch in keinerlei Interesse eines VCs ist, weil kein VC will 4 Jahre lang Gewinn haben, der will nach 4 Jahren richtig verdienen. Und deswegen das Thema ist, ja, es muss rückabgewickelt werden. Und diesen Pain kann man sich nicht vorstellen, wenn ein Startup oder wenn ein paar Gründer wochenlang 144 Leute in der Republik versuchen zu erreichen und dann irgendwann über den Handballtrainer des Sohnes und dessen Onkel bei Facebook gehen müssen. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Herr Seibold noch, beim zweithottesten Deal, wie weit sind Sie da bereit zu gehen? Fahren Sie auch in den Bayerischen Wald und darüber hinaus? Ich glaube, das Statement ist recht mutig, weil es davon ausgeht, dass letztlich jede Aktie käuflich ist. Ich glaube, sie ist eben nicht immer käuflich und da wird es wirklich schwierig. Deshalb denke ich, wir sollten uns lieber darüber unterhalten, wie sollten denn eigentlich solche Crowdfinanzierungsmodelle gestrickt sein, damit sie wirklich kompatibel werden am Ende des Tages. Und ich sehe da eine Reihe von Anknüpfungspunkten. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist eine spannende Finanzierungsform, vor allem für die frühe Phase. Es ist aber wichtig, dass die Investoren in dieser frühen Phase erstmal sich klar sind, was wird denn die mittelfristige Geschichte dieses Unternehmens werden. Und letztlich so schwierig ist es nicht, das einigermaßen abzubilden. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Industrien, unterschiedliche Unternehmenstypen und da weiß man dann auch ganz grob, wenn die folgenden Weg beschreiten, was kann denn da noch kommen? Und wenn ich gerade dieses Nanopartikel-Beispiel nochmal hernehme, das ist einfach ein Grundlagenthema. Da ist vielleicht in dem Fall schon ein Produkt da, da wird auch schon ein bisschen Geld damit verdient, aber um das einigermaßen groß zu machen, ist halt doch noch einiges an wahrscheinlich auch Industrialisierung erforderlich. Ich möchte jetzt auch nicht auf diesem Beispiel rumreiten, sondern nur erstmal klar machen, unterschiedliche Industrien haben unterschiedliche Anforderungen. So, dann zu ein paar Standardthemen, die ich damit habe, nochmal zu kommen. Also erstens, Verwässerungsschutz, der in der Crowdfinanzierungsrunde garantiert ist, der geht einfach gar nicht, weil ich kann nicht die Rechnung gegen den zukünftigen Wirt machen. Das wird einfach nicht funktionieren. Zweitens glaube ich auch, muss man in der frühen Phase schon einen Mechanismus herbeiführen, der es einem hilft, diese Crowd-Finanzierer mehr oder minder als ein Gesellschafter im Unternehmen zu haben. Es gibt so ein altes US-amerikanisches Sprichwort beziehungsweise eine Binsenweisheit, die das sagt, wenn es mal mehr als 4 oder 5 Investoren im Unternehmen sind, dann wird es kein Erfolg mehr. Die erfolgreichsten Cases waren die, wo 3, 4 Partner ein Unternehmen bis zum Ende durchfinanziert haben. Also von daher jetzt schon mit irgendwie über 100 anzufangen, das macht es nicht gerade einfach. Sprich, eine Pool-Vereinbarung irgendeiner Art für eine Folgerunde ist da, glaube ich, wirklich essentiell. Nächster Punkt ist sicherlich, wie gehe ich denn mit den ganzen Informations- und Transparenzpflichten um? Ich meine, letztlich kann jeder über die Crowd investieren. Es kann auch Ihr Wettbewerber über die Crowd investieren. Und wenn der dann immer sieht, was gerade Sache ist bei dem Unternehmen, dann fällt es ihm A leicht,
sie vielleicht bei ihren Kunden anzuschwärzen, hat ja kein Geld und ist mal wieder knapp, reitet nächsten Monat in die Insolvenz, wenn alles so weitergeht. Oder aber er kann vielleicht auch andere Informationen, die da auf der Plattform zu finden sind, für seine eigenen Zwecke nutzen. Das heißt, da wird es schwierig und das ist sicherlich auch ein Thema, was wir an der Stelle hätten, weil wir, wenn wir ein Unternehmen einsteigen, auch ganz klar regeln, welche Informationsrechte gehen wohin, um hier letztlich da einen maximalen Schutz für das Unternehmen auch hinzukriegen. Ich könnte jetzt noch eine Reihe von weiteren Themen aufzeigen, aber ich will es damit mal belassen und an andere weitergeben. Ja, die Plattformen, was tun Sie dafür, dass Ihre Investments VC-kompatibel sind? Genau, also wir haben natürlich keinen Verwässerungsschutz. Das war uns auch klar, dass das zu Problemen führen kann. Wir haben irgendwie von Anfang an den Ansatz gehabt, dass wir glauben, je weniger Leute, umso weniger Situationen gibt. Dementsprechend hatten wir haben vielleicht Crowdinvesting untypischen Mindestbetrag von 1.000 Euro. Wir haben teilweise Investments, wo Leute mit Tickets bis 36.000 Euro reingegangen sind, die auch teilweise selbst am Markt noch als Angel oder VC oder ähnliches aktiv sind. Also VC wahrscheinlich nicht klassisch, aber so irgendwo zwischendrin, Stuck in the Middle als Angel. Das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Bei so Regelungen, wie gesagt, Verwässerungsschutz, arbeiten wir mal dran. Pooling haben wir faktisch aktuell noch nicht. Werden wir mal schauen, in welcher Form das Sinn machen kann, sind da auch gerade im Dialog. Und nur zu der Sache, auf der wir nicht rumreiten wollen, da ist schon ein großer sechsstelliger Betrag drin, vorher durch Forschungsförderung, das Produkt war fertig und es ist ein Co-Investment. Ja, ich denke, sind ganz wichtige Punkte genannt worden, auch von Herrn Reitz insbesondere und natürlich auch von Herrn Seibold, die Punkte, die angesprochen wurden. Zunächst muss man sich wirklich bewusst machen, dass die Kernkompetenz eines Crowdinvesting-Plattformbetreibers eigentlich die juristische ist, noch sein muss. Man muss saubere Beteiligungsverträge aufsetzen können und die auch entsprechend weiterentwickeln können. Es reicht nicht, wenn man das einmal machen lässt, sondern man muss in der Lage sein, das weiterzuentwickeln. Bei uns ist es so, dass beide Gründer, das ist der David Rothart und ich, beide Rechtsanwälte sind, auch aus diesem Bereich. Ich war vorher bei CMS Hasche Siegler im Bereich Unternehmenstransaktionen, Private Clients und Gesellschaftsrecht. Und von daher haben wir von Anfang an natürlich auch ein Vertragsmodell gewählt, was eben auch mit Anschlussfinanzierungsrunden kompatibel ist. Diese Punkte, die Herr Seibold genannt hat, die sind bei uns alle von Anfang an umgesetzt worden. Das bedeutet natürlich, verwässern die Beteiligung der Investoren. Das ist auch nur fair. Natürlich ist es so, dass die Unternehmen nur Informationen an die Investoren herausgeben müssen, die sie auch herausgeben wollen. Das heißt, es werden keine jetzt vertraulichen Kennziffern beispielsweise herausgegeben. Es gibt kein Reporting in diesem klassischen Sinne. Also Investoren erhalten tatsächlich keine zusätzlichen vertraulichen Informationen, sondern das Unternehmen entscheidet ganz alleine, welche Informationen rausgegeben werden. Und dann dieser dritte Punkt, der wirklich ganz essentiell ist, dass eben diese Crowd, diese große Menge an Beteiligungen, bei uns sind das bis zu 500, die sich beteiligen, ist auch kein Problem, weil wir eben poolen. Also wir machen Vereinbarungen standardmäßig von Anfang an, hatten wir schon immer in allen Beteiligungsverträgen drin, dass die Beteiligten letztlich so gegenüber dem Startup auftreten wie ein einziger Beteiligter. Ja, das heißt, in früheren Finanzierungsrunden wurden sie über eine Beteiligungsgesellschaft gepoolt, das heißt nur Companisto hatte sich direkt an dem Startup beteiligt und dann Unterbeteiligungsverträge an die einzelnen Investoren herausgegeben, sodass das Startup auch nur einen einzigen Vertragspartner hat. Jetzt seit Montag machen wir größere Finanzierungsrunden über 100.000 Euro, greifen auch dem Umsetzungsgesetz der AIFM-Richtlinie voraus, die so ein Pooling auch deutlich schwieriger macht, und machen es so, dass wir ein Pooling eben machen durch eine praktische Gesellschaftervereinbarung, die eben ganz bestimmte Abstimmungsprozesse vorsieht. Also dieser Fall von Herrn Reitz, also bei uns hätte man nicht die Investoren, die 500 Investoren anrufen müssen, sondern man hätte einmal auf der Website eine Abstimmung gemacht, die hätte 7 Tage gedauert
und danach wäre die Sache durch gewesen. Und so muss es letztlich auch sein. Man muss dafür sorgen, dass sehr schnell einheitliche Entscheidungen getroffen werden können. Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, ist es fein, 500 Leute zu fragen nach ihrer Meinung. Es ist nur dann kritisch, 500 Leute zu fragen, die von einem potenziellen Exit in 5 bis 7 Jahren, weil sie die Industrie perfekt kennen, weil sie, wie wir eben gehört haben, den Dealflow national wie international genau richtig gut kennen, weil sie wissen, wo die Technologien hingehen, die Trends und so weiter, weil sie wissen, was dem Team, dem Gründerteam zuzutrauen ist, diese 500 Leute abstimmen zu lassen. Im Zweifel werden sich viele von denen für einen früheren Cashout entscheiden und nicht für eine langfristige strategische Perspektive, die dann eigentlich im Interesse der Gründer ist. Und deswegen 500 Leute individuell zu fragen, halte ich nicht gerade für das klügere Modell. Es sei denn, es sind 500 Partner von den größten VCs weltweit, dann finde ich es nicht schlecht. Aber genau das ist ja nicht notwendig, wenn man eben, ich habe ja auch schon gesagt, es ist zweistufig. Das heißt, die Verträge müssen in der ersten Stufe schon so geregelt sein, dass sie anschlussfinanzierungskompatibel sind. Das waren sie bei euch ja definitiv nicht. Es gab eben keinen, es gab einen Verwässerungsschutz. Wie Herr Seibold sagt, das ist einfach untragbar. Das ist bei uns aber nicht so. Das heißt, die Verträge sind bei uns von Anfang an so ausgestaltet, dass eine Anschlussfinanzierung kein Problem ist. Die Anschlussfinanzierung bei Dockstar ist durchgegangen, ohne dass irgendjemand gefragt werden musste. Die ist einfach durchgegangen, weil die Verträge so konzipiert sind. Und das ist ein sehr renommierter Investor, der da investiert hat. Also wir reden hier nicht über irgendjemanden, der da keine Ahnung hat, sondern das Wichtigste ist tatsächlich, man muss von Anfang an die Verträge so gestalten, dass es keine Probleme gibt. Und dann als Notanker muss man eine Möglichkeit haben, dass wenn die Verträge doch noch irgendwie geändert werden müssen, weil eine ganz spezielle Anschlussfinanzierungskonstellation vorliegt, dann muss man einen Mechanismus dafür haben. Ja, das ist sicherlich richtig, wenn man von Anfang an weiß, wohin man denn will. Und das ist wieder bei der Frage, strebt jetzt alles nach Venture Capital oder gibt es Startups, die mit dem Crowdinvesting vielleicht sogar schon durchfinanziert sind oder die anschließend andere Finanzierungsformen wählen? Ja, also da wir, aktuelle Erfahrungen auch. Ja, genau. Also bei uns gibt es, glaube ich, so querbeet. Also gibt auch Unternehmen mit ein bisschen Historie, die einfach nochmal Wachstumskapital brauchen. Ich glaube, grundsätzlich der Markt entsteht, weil zwei Marktteilnehmer in der Finanzierungslandschaft den Bedarf nicht befriedigen können. Das sind zum einen die Angel, die entweder ineffektiv oder ineffizient sind, weiß ich jetzt nicht genau, muss man vielleicht mal länger darüber diskutieren. Und zum anderen Banken, die in dem Segment überhaupt kein Kapital zur Verfügung stellen dürfen, wegen Basel 2 und 3. So, deswegen gibt es einfach irgendwie da eine Finanzierungslücke und das ist zum einen vielleicht für Unternehmen, die später für ein VC interessant sind, das ist aber auch vielleicht auch für Unternehmen, die einfach in Segmenten nur wachsen, was für ein VC gar nicht interessant ist. Und das ist Ursache, warum der Markt dann steht. Und Crowdinvesting füllt eben so einen weißen Fleck. Ich glaube, das ist unterhalb vom VC in der Masse. Also vom Finanzierungsvolumen sowohl, als auch von der Renditeerwartung oft. Und diesen weißen Fleck muss Crowdinvesting halt zunehmend ausfüllen. Und dass es dabei notwendig ist, dass dann zu allen angrenzenden Puzzleteilen in dieser Finanzierungslandschaft eine Übergangsfähigkeit geschaffen sein muss, da bin ich voll dabei. Ich meine, die spannende Frage, wenn ich da kurz einhaken darf, ist die Startups, die nicht VC-fähig sind und die jetzt, sage ich mal, solide wachsen mit irgendwie 10%, 12%, 15% Jahr für Jahr, was passiert im Sinne der Portfolio-Diversifizierung mit den Anlegern? Wir haben es ja vorhin gehört, wenn jemand investiert und klassischerweise überleben nun mal nicht alle Startups, also es gibt ja Quoten, dass nach 5 Jahren 90 von 100 Startups nicht mehr wirklich leben oder zumindest vor sich hin dümpeln, dann ist nun mal die Ausfallwahrscheinlichkeit von Crowd-Investments nicht gerade gering und deswegen müssen natürlich diejenigen, die durchkommen, das irgendwie die Upside bieten. Und wenn ich dann jetzt viele Startups habe, also ich investiere jetzt halt in viele, viele Firmen, die meinetwegen ein bisschen besser als mein Sparbuch sind, dann habe ich am Ende, freue ich mich, wenn es klappt, aber dann geht eins nicht auf und dann habe ich schon ein Problem. Und deswegen ist natürlich die Frage, was sind die Modelle, die richtig sind und die wirklich auch Sinn machen für den Mikroinvestor letzten Endes? Also die Unternehmen in der Masse, die irgendwie so das Szenario haben, dass sie eher kontinuierlich Rendite oder sowas Auszahlungen generieren, das sind in der Masse eigentlich eher Unternehmen, die schon ein bisschen Historie haben. Also die einen Kundenstamm haben und so weiter, die einfach nochmal in den Vertrieb investieren wollen und ähnliches. Und ich glaube, bei denen ist die Ausfallwahrscheinlichkeit auch wesentlich geringer. Weil ich schon mal weiß, das Team hält ein paar Jahre durch, Geschäftsmodell ist klar, Kunden sind vorhanden. So, mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt zur Abschlussrunde aufrufen und danach die Diskussion öffnen wollen, dem geschätzten Auditorium. Sie haben dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich möchte gerne das Petitum von Herrn Professor Klöhn aufnehmen. Regulierungsperspektive.
Sie haben ja da mehrere Punkte genannt, vor allen Dingen auch die Ziele, dass man den Anlegern die Risiken vor Augen führt, dass man sie am Upside profitieren lässt. Ihre Ausführungen sind ja davon geprägt, vor allem den Anleger zu schützen, vor sich selbst, oder ihn dazu zu bringen, sein Portfolio zu diversifizieren. Deshalb jetzt meine abschließende Frage, beginnend bei den Plattformen: Was tun Sie ganz konkret für den Anlegerschutz? Oder, Herr Zwinge, wenn man Ihnen zuhört, könnte man ja fast meinen, Sie sind mehr der Partner des Venture Capital als jetzt Ihrer Kompanisten. Ja gut, also sinnvolles Beteiligungsmodell, bei dem man tatsächlich profitieren kann, ist erstmal der beste Anlegerschutz überhaupt. Wenn man ein Beteiligungsmodell hat, bei dem man beispielsweise nicht von einem Exit profitiert, dann brauche ich auch keinen Anlegerschutz mehr weiter. Da darf man einfach nicht investieren. Also das ist erstmal der erste Grundstein. Bei uns ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir auf die Mindestbeteiligung, auf eine Mindestbeteiligungssumme verzichten. Ja, also es ist wirklich aus Anlegerschutzgesichtspunkten ein ganz wichtiger Punkt, weil bei uns Investoren von Anfang an, egal welche Summe sie investieren können, wollen diversifizieren können. Das wird bei uns auch gemacht. Ja, also es ist klar so, dass es natürlich besser ist, in viele Unternehmen zu investieren, als alles auf eine Karte zu setzen. Und wenn man gezwungen wird, höhere Summen zu investieren, dann kann man nur sehr schwer diversifizieren. Und bei uns ist es so, dass man mit 5 Euro einen Anteil kaufen kann und dementsprechend auch diversifizieren kann. Es ist bei uns so, dass die Durchschnittsinvestitionssumme bei 200 Euro liegt, das durchschnittliche Portfolio aber deutlich drüber, bei über 400 Euro. Man sieht also, selbst bei den kleinen Summen verteilen unsere Investoren die Beträge schon auf viele verschiedene Startup-Unternehmen, was natürlich erstmal grundsätzlich eine Möglichkeit ist, das Risiko auch zu verringern. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass es bei uns sehr offensive Hinweise gibt, dass es sich um Risikokapital handelt. Das ist auch jedem klar, der bei uns investiert. Nur die Leute, das darf man nicht unterschätzen, sind auch bereit, Risiken einzugehen. Es ist einfach nicht so, dass jemand, der weiß, dass er das gesamte Geld verlieren kann, deswegen nicht investiert. Das wissen alle bei uns. Aber sie sind trotzdem bereit zu investieren. Auch natürlich, weil die Beträge geringer sind. Es ist ja auch legitim zu sagen, ich investiere einen kleinen Betrag von 50 Euro und ich habe kein Problem damit, wenn ich das komplett verliere, weil danach lebe ich mein Leben genauso weiter, wie ich es vorher gemacht habe. Also der Anlegerschutz, den muss man natürlich auch immer im Zusammenhang mit der investierten Summe sehen. Ja, also wir machen mehrere Sachen. Unser erster Ansatz war, wir bemühen uns, nur Leute anzuziehen, die ein bisschen qualifiziert sind, entweder selbst Unternehmer oder aus dem entsprechenden Bereich kommen. Das war unser erster Ansatz. Der zweite Ansatz ist, dass wenn man unsere Pressemitteilung ähnlich sucht, findet man, glaube ich, wir sind die Einzigen, die immer rausschreien, Hochrisikoklasse oder wir machen das zumindest am häufigsten. Das nächste ist der Mindestbeitrag von 1.000 Euro. Ja, es wird schwerer, ein Portfolio aufzubauen, aber es gibt einen Peanut-Effekt und der ist nicht beiseite zu diskutieren. Wenn es marginale Beträge sind, dann schaue ich mir die Sachen nicht so viel an. Ich lese einen Businessplan, wenn ich 5 Euro investieren will, nicht so lange, wie wenn ich 5.000 Euro investieren will. Das ist ein Ansatz, den wir machen, wo wir gerade bei sind. Da sind wir aber noch so ein bisschen am Testen und was passt da jetzt wirklich rein. Also wir explorieren sowieso die Anleger schon, fragen nach, welche Anlageerfahrungen ähnliches haben wir, tracken da auch immer die Zusammensetzung. Was wir zurzeit machen, ist halt wirklich auch noch ein Fragebogen, wo wir Risikobereitschaft, Portfolio, vorhandene Anlageerfahrungen, ähnliches abfragen. Und da wird man, glaube ich, auch irgendwann so weit gehen müssen, dass man halt gewisse Anleger sagt, nee, geht nicht, passt halt nicht. Und warum machen wir das? Wir wollen, dass sie eine bewusste Entscheidung treffen. Wir glauben auch, dass es genug Mittel gibt, die dann immer noch zur Verfügung stehen. Aber wir wollen halt sicher gehen, dass da eine bewusste Entscheidung getroffen wird. Abschließende Frage an die VCs. Die VC-Industrie selber hat ja auch schon so manche Höhen und Tiefen durchlebt. Die Crowd-Investing-Plattformen werden sicherlich auch unerlässlich darauf angewiesen sein, dass sie dauerhaft zufriedene Anleger haben. Können Sie aus Ihrer mehr als 10-jährigen Erfahrung in der Auswahl von Startups, in der Betreuung von Startups,
im Umgang mit Ihren Investoren, vielleicht den kleinen Geschwistern der Crowdinvesting-Plattformen ein paar Empfehlungen oder zumindest eine Empfehlung mit auf den Weg geben, was man beherzigen sollte, auch unter dem Aspekt Transparenz, Schutz der Investoren? Da hätte ich zwei, wenn ich darf. Das eine eher auf der, also auf der operativen Seite. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, vor allem den Startups, die wirklich noch in einer sehr frühen Phase ihrer Formierung sind, also wo sich das Business erst so langsam herausbildet, wirklich den Leuten unter die Arme zu greifen, soweit wie man es halt kann und vielleicht auch darüber hinaus, also wirklich operative Hilfestellung, ob das nur Sales, Vertriebsseminare sind, ob das im Bereich KPI und Reporting ist, einfach, dass schon in der ganz frühen Phase die, A, die Awareness dafür geweckt wird bei den Startups und B, auch das selber, also der Plattform zugutekommt, weil man darüber vielleicht auch sogar über das gesamte Portfolio ein Reporting aufbauen kann, was nicht nur auf der Transparenzseite nützlich ist, sondern auch also gegenüber den Anlegern, sondern auch selber Möglichkeiten zur Steuerung gibt, um vielleicht irgendwo eingreifen zu können. Das Zweite, ich glaube, was, wenn es jetzt das Thema also Crowdinvesting immer weiter zunimmt, und das glaube ich absolut, ist, dass wenn die ersten Ausfälle kommen, also ob das nur Pleiten sind, die mehr oder weniger unschön vielleicht auch durch die Presse geschleift werden, dass die Plattformen alle gut darauf vorbereitet sind. Und da meine ich wirklich, Krisen-PR in der Schublade zu haben, die wichtigsten Kontakte bei den, in der Presse auf der Kurzwahl-Rufnummer zu haben, um wirklich dort entweder, also wirklich kurzfristig sich einschalten zu können. Weil nichts ist schlimmer, als wenn irgendwo wegen einem Unterschlagung oder sonst irgendwelchen Sachen der Staatsanwalt vor die Tür steht und dann heißt es auf einmal, dass das eine Companisto-gefundete Sache ist oder was weiß ich. Ja, Entschuldigung, Investment, Seed Match. Also, ich wollte es einfach nur, wirklich, das ist so wichtig, weil das verbrennt dann wieder den ganzen Markt für mehr oder weniger lang und das muss einfach nicht sein. Ja? Und deswegen, also das war wirklich, also wenn es einen Tipp von mir heute gibt, dann ist es der. Der sein wollte. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Außerdem hatten wir eine ganze Reihe von kritischen Themen ja vorher schon diskutiert und da auch gehört, dass sich die anwesenden Plattformen da schon ziemlich drauf einstellen. Mir fällt noch ein anderer ganz, ganz wesentlicher Punkt ein. In unserem Markt, der durch Echtkapitalknappheit charakterisiert ist, gilt eine Pay-to-Play-Regelung. Also sprich, eigentlich nur der weiter einzahlt und weiter finanziert, der macht auch die Gesetze. Das klingt jetzt brutal, aber dummerweise ist es so. Und wenn ein Unternehmen morgen mit der Insolvenz zu kämpfen hat, dann gibt es da leider nicht viel zu diskutieren. Deshalb glaube ich, eine Anregung, eine ganz wichtige Anregung für alle Plattformen und alle Angebote, die ich bisher durchforstet habe, ist, die Anleger darauf einzunorden, dass irgendwann auch der Zeitpunkt kommen kann, wo sie nachschießen sollten, um ihr Investment zu sichern. Und das, glaube ich, sollte man lieber frühzeitig vorbereiten und nicht erst dann, wenn man in der Krise steckt. Denn wenn man in der Krise steckt, überlegt sich der eine oder andere Anleger vielleicht nochmal anders, während wenn er darauf vorbereitet war und weiß, das kann kommen und ich muss mich mit so einem Pay-to-Play-Thema auseinandersetzen, um mein Geld zu sichern, dann ist er darauf vielleicht auch von seinem Sparkonto her vorbereitet und dabei. Das Startup in München ist König und hat das letzte Wort. Ja, welch eine Ehre, vielen Dank. Also ich fange mal an mit meinem Fazit. Ich glaube, mein Fazit, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich halte Crowdfunding für absolut gigantisch und notwendig. Also gar keine Frage, das soll auch nicht anders rüberkommen. Nur es müssen, glaube ich, auch von allen Beteiligten gewisse Punkte bedacht werden. Und deswegen bringe ich mal vier Wünsche mit. Das sind jetzt keine Anforderungen, in der Position bin ich ja leider nicht. Ich glaube, was die Plattform als solches angeht, ich glaube, alle Crowdfunding-Plattformen sollten endlich auch mal erwachsen werden und aus Startup, also aus Gründerperspektive handeln, das ein langfristiges Interesse hat. Und das heißt nicht, so schnell wie möglich so viele Projekte wie möglich durchzuschleusen, sondern das heißt, jeden Cent, den sie verdienen, zu reinvestieren in richtig, richtig gute Anwälte. Und ich bin jetzt heute Abend nicht von Osborne Clark gesponsert, aber ich würde mir wünschen, dass viele von denen mal mit so guten Anwälten reden würden, weil das ist einfach bislang wirklich
ja, blauäugig behandelt worden. Also insofern bitte mal gute Anwälte konsultieren und die mal fragen, was ein VC später mal sehen will oder vielleicht direkt mal mit so einem VC-Partner sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass es alle getan haben. Aus Sicht des Mikroinvestors, der Crowdfunder, ich glaube, man sollte sich ganz genau bewusst sein, dass ein erhebliches Risiko mitschwingt und es wird Ausfälle geben, und das hat auch Herr Tadowski gesagt, wenn die ersten pleite gehen, was statistisch gesehen gar keine Frage ist, das ist nur noch eine Frage der Zeit, dann wird da auch ein kleiner Ruck durchs Land gehen, dann wird auch nicht mehr Crowdfunding der Heilsbringer sein. Das sollte jedem bewusst sein, und genauso wie man sein Aktienportfolio, falls man eins hat, diversifiziert und nicht alles nur in irgendwelche Optionsscheine reinhaut, sollte man das auch genauso bei Startups machen. Also es wird halt auch nicht jedes ohne Risiko das nächste Dropbox. Das Dritte, was das Startup als solches angeht, ich glaube, man sollte sich ganz genau anschauen, welche Plattform wirklich ein Modell hat, das eben nachhaltig ist. Ich glaube, wir kommen da mit der Zeit dahin. Also ich glaube, in 6 bis 12 Monaten sieht es nochmal anders aus, und wir waren halt nun mal mit die Ersten. Und zuletzt, ich glaube, auch der Staat ist gefragt, das haben wir auch vorhin gehört. Ich glaube, es muss eine gewisse Regulierung geschaffen werden, die tatsächlich ein Modell schafft, das nicht mehr auf einem schwarzen Fleck aufbaut, sondern ein Modell schafft, das diese Finanzierungsvehikel mit einer gewissen Seriosität behandelt. Und ich denke, da ist unter der Obama-Regierung Gewisses eingeleitet worden, was sich vielleicht auch mal die deutsche Regierung irgendwann anschauen sollte in der freien Minute. Gut, vielen Dank für Ihre Schlussstatements. Jetzt haben Sie aus dem Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben ein portables Mikrofon, mein Kollege Michael Malek. Genau. Es dürfen gerne auch natürlich Fragen an Professor Klöhn und Dr. Hornung gestellt werden zu den Fachvorträgen. Und wir haben jetzt noch, genau, einfach mal der Reihe nach, wer sich zuerst gemeldet. Und vielleicht stehen Sie kurz auf und stellen sich vor. Und wie gesagt, wenn die Frage nicht im Internet bei iTunes veröffentlicht werden soll, sagen Sie es bitte dazu. Michael Giebert, Universität Glamorgan. Ich habe gerade eine Doktorarbeit zu dem Thema Crowdsourcing und Risiko in Universitäten geschrieben. Insofern interessiert mich gerade im Punkto Schwarmintelligenz natürlich einiges im Investorenbereich, ob es dort ähnlich ist, dass auf den verschiedenen Plattformen die Investoren auch eine Art Investment-Hopping betreiben, dass sie also unterschiedliche Investoren immer wieder finden und eigentlich die Anzahl der Investoren schlagartig begrenzt wird. Und die andere Frage, die sich da anschließt, ist, ob denn nicht die Investorenplattformen, Stichwort Kickstarter, Indiegogo, die ja auch eigentlich eine Art Produkt- oder projektspezifisches Crowdfunding darstellen, ob denn dort nicht eine Vertikalisierung in Marktspezialisierungen stattfinden wird. Wie auch gesagt vom Herrn Seibold, der sagt, er sich in Nanotechnologie schon sehr, sehr lange auskennt, ob es da nicht irgendwann mal eine Crowdfunding-Plattform gibt, die nur Nanotechnologie oder die Nanoindustrie betreiben wird, und wie Sie mit solchen Themen umgehen, würde mich stark interessieren. Ja, also das Erste, wir befragen unsere Investoren ja so oft, dass sie uns eigentlich fast schon gar nicht mehr mögen, so fragen wir die. Und es ist so, dass die teilweise natürlich andere Plattformen auch nutzen. Ja? Also circa 30% von den Investoren, die bei uns angemeldet sind, sind auch bei Seedmatch und Companisto angemeldet. Die schauen sich das alles an und die machen da wahrscheinlich auch überall was. Ich glaube schon, dass es irgendwann so eine Vertikalisierung gibt, ja, durch die Crowdinvesting-Plattform. Wenn man jetzt so ein bisschen guckt, scheint es ja auch schon zu sein, dass manche mehr so B2C-Modelle haben und andere vielleicht eher so B2B-Modelle. Wie das im Endeffekt sich dann weiterentwickelt, wird man sehen. Also ich denke schon, dass das kommen mag. Bin ich nicht sicher, ob das kommt. Ganz einfach deswegen, weil es nicht so viele Unternehmen gibt jetzt in jeder Branche, dass sich eine eigene Plattform dafür lohnt. Manche Branchen sind sehr kapitalintensiv, da bietet es sich sowieso nicht an. Also da bin ich insgesamt skeptisch, ob es tatsächlich so spezialisierte Plattformen geben wird. Insgesamt ist der Crowd-Investing-Markt auch jetzt nicht so groß, dass man dort Dutzende Plattformen insgesamt bedienen kann. Ja, das sieht man auch jetzt schon. Es gibt 3 Plattformen, die Geld einsammeln. Das sind Seedmatch, Investment und Companisto. Die sammeln 99% des Kapitals ein. Alle anderen sammeln nichts ein. Ja, und die Plattformen danach sind alle gescheitert, ja, muss man so sagen. Und die erste Frage war, Entschuldigung, mit dem Plattform-Hopping. Zum Beispiel Kickstarter und Indiegogo, die sehr, sehr erfolgreich sind weltweit, ja, wo Sie die Abgrenzung sehen, weil es gibt sehr viele Cases, wo Produkte... Bitte das Mikrofon benutzen, weil sonst wird es nicht aufgezeichnet. Diese Abstimmung deswegen, weil Sie mit Kickstarter und Indiegogo schlichtweg Umsatz generieren, ohne Anteile abzugeben, und ja, damit schon eigentlich erfolgreich sein müssen und die Equity-Basis in Frage gestellt wird, weil Sie eigentlich sehr erfolgreich sein können, ohne Equity abzugeben, und schon ein erfolgreiches Unternehmen aufstellen können und gleich in den VC-Markt eindringen können und den klassischen Crowdfunding-Markt überspringen könnten.
Also da muss man sagen, dass Kickstarter und Indiegogo Crowdfunding machen, wie schon richtig gesagt, nicht Crowdinvesting. Das liegt daran, weil es in den USA noch nicht möglich ist. Auch wenn in den USA Crowdinvesting startet, werden es auch Kickstarter und Indiegogo sehr, sehr schwer haben, Startup-Unternehmen zu finanzieren. Das weiß man auch bei Kickstarter und auch bei Indiegogo. Es gibt auch entsprechende Äußerungen von diesen Unternehmen. Also diese Konkurrenz, die hat man in Deutschland ja jetzt schon. Es gibt Crowdfunding-Plattformen in Deutschland und die sammeln nur einen Bruchteil des Kapitals ein, das Crowd-Investing-Plattformen anbieten. Es gibt ja Startnext zum Beispiel in Deutschland, sammeln aber viel, viel weniger Geld ein als die Crowd-Investing-Plattformen. Es ist ja auch fair und auch nachvollziehbar, wenn jemand Geld einsammelt, um Geld zu verdienen, dann möchte ich als derjenige, der ihm Geld gibt, auch was davon abhaben, wenn er denn an Geld verdient. Ich kann ja nicht sagen, bitte gib mir Geld, damit ich Geld verdiene. Wenn ich es dann mache, dann gebe ich dir aber gar nichts. Wir machen lieber einzeln. So, weitere Fragen. Danke. Mein Name ist Roland Meyer-Finelli. Ich bin Gründer eines Startups im mobilen E-Commerce-Bereich und liebäugle mit der Finanzierung über über Crowdfunding-Plattformen. Nicht nur ausschließlich wegen des Geldes, es ist schön, 100.000 Euro zu haben, allerdings auch speziell den Netzwerkcharakter auszunutzen. Da jetzt so mein Blick zu Herrn Reitz, inwieweit Sie Ihre Investoren einspannen konnten als Hebel, als Multiplikatoren für Ihre Idee? Ich glaube, es kommt drauf an, man kann auch mal einen Lucky Shot haben, aber wenn jemand 250 Euro investiert, sollte man jetzt nicht erwarten, dass der da irgendwelche krassen Connections in die Politik oder zur Telekom oder was weiß ich, wem aufmacht. Vielleicht hat Companisto und InnoVestment da bessere Leute oder Seedmatch mittlerweile. Wir haben sehr gute Investoren dahingehend, dass sie Feedback geben, das hilft auf alle Fälle. Sie testen das Produkt in der frühen Phase, es ist aber nicht so, dass man davon denken sollte, dass die 144 Leute so gut sind wie 100.000 andere. Also die sind einfach 144 Tester letzten Endes und die einen haben ganz nette Kontakte, aber es ist jetzt noch keiner dabei, der uns irgendwie eine Intro zum nächsten Investor gemacht hat oder eine strategische Partnerschaft aufgebaut hat. Also ist bei uns nicht der Fall gewesen, soll nicht heißen, dass es nie der Fall sein wird. Okay, vielen Dank. Vielleicht nochmal der Hinweis, damit möglichst viele die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen, kurze Fragen, kurze Antworten und um 19 Uhr ist das Buffet eröffnet. Hallo, mein Name ist Jan Krukemeyer von der SKN Treuen Investment Services. An Herrn Zwinger hätte ich die kurze Frage. Sie haben das Stichwort genannt RFM-Richtlinie und insofern haben Sie jetzt, wenn ich das richtig verstehe, Ihr Finanzierungsmodell umgestellt. Kurz die Frage dazu, haben Sie das mit der BaFin abgestimmt? Haben Sie da möglicherweise gar eine sachkundige Auskunft erhalten, ob das in Zukunft auch längerfristig funktionieren würde? Und vielleicht kurz den Bogen zu Herrn Dr. Klöhn. Sehen Sie da möglicherweise irgendwie ein Spannungsfeld zu dem, was Sie sich vorstellen als Regulierung und das, was jetzt zukünftig unter RFM geregelt sein wird? Also wir haben in der Tat das Modell aus verschiedenen Gründen umgestellt. Also zum einen, um größere Finanzierungsrunden machen zu können, aber eben auch im Vorgriff auf das Umsetzungsgesetz zur AIFM-Richtlinie. Dazu muss man wissen, die AIFM-Richtlinie ist eine europarechtliche Richtlinie. Das Umsetzungsgesetz muss jetzt, ich glaube, bis Ende Juni oder im Juli in Kraft treten. Dort gibt es einen Typenzwang, wie ein Fonds letztlich aufgebaut werden muss und weitere Regularien, die für Crowd-Investing-Plattformen letztlich nicht umzusetzen sind, weil sie darauf auch nicht abzielen, sondern eben auf Fonds, Private-Equity-Gesellschaften. Deswegen haben wir ein Modell gewählt, was letztlich dann nicht unter die AIFM-Richtlinie fällt. Wir hatten unser vorheriges Beteiligungsmodell bereits mit der BaFin proaktiv abgestimmt, haben auch ein entsprechendes Negativtestat bekommen, haben jetzt das Modell geändert, sind uns sehr sicher, dass es KWG-erlaubnisfrei ist. Es sind partiarische Darlehen, wie Herr Klöhn auch gesagt hat, unstreitig, prospektfrei. Und von daher sind wir da auf der rechtlich sicheren Seite. Aber wie gesagt, den Dialog zur BaFin gibt es von unserer Seite auch. Aber jetzt konkret haben Sie es nicht nochmal? Also dieses Modell haben wir nicht nochmal negativ testieren lassen.
Ich kann ganz kurz antworten. Die AIFM-Richtlinie enthält keine spezifische Regulierung des Crowdinvesting und insoweit würde ich sagen, gibt es da kaum Berührungspunkte. Es ist einfach nur etwas, ein Teil sozusagen des allgemeinen Rechtsrahmens, in dem Crowdinvesting dann stattfinden wird, aber man kann da in keiner Weise von einer spezifischen Regelung sprechen, die den Markt irgendwie fördern wird. Jetzt hat sich Dr. Carsten Rudolf von Evobis gemeldet. Ich kann mir vorstellen, ja, praktisch. Ich habe eine Frage an die beiden Plattformen. Haben Sie, wenn Sie so viele Anleger ständig nach irgendwas fragen, auch mal gefragt, wie viele von denen eigentlich überhaupt ein echtes Renditeinteresse haben, sich mal Gedanken gemacht haben, was am Ende bei rauskommt und wie viele von denen haben eigentlich, wie der Christian Thaler-Wolski, nur mal aus Spaß an der Freude, obwohl Sie sicherlich verstehen würden, was da bei rauskommt bei den Modellen, gemacht. Wie viele haben es aus Spaß an der Freude gemacht und wie viele aus echtem Renditeinteresse? Und kennen Sie das? Also ich glaube, das gibt beides in Mischformen in einer Person. Das mal als erstes. Aber was wir alternativ gefragt haben, ist, wenn wir jetzt Unternehmen, die vornehmlich eine gesellschaftliche Rendite, also irgendeine GmbH oder ähnliches auf die Plattform stellen würden, würden sie da auch investieren? Also das haben wir aktiv gefragt. Und das ist weit abgeschlagen. Also es war die unattraktivste Variante von allen. Kann natürlich sein, dass man andere Investoren zieht, wenn man sowas mal auf die Plattform stellen würde, aber zurzeit ist das Risiko zu groß, dass nicht finanziert wird. Von unseren Freitextfeldern, die wir im Rahmen der Registrierung abfragen, wissen wir schon, dass Leute sagen, ich will statthaft investieren, ich will Unternehmer fördern, ich bin selbst Unternehmer und ähnliches. Also aber das Renditeziel ist, glaube ich, der hauptsächliche Treiber dahinter. Aber wie viele von denen haben auch verstanden, mit welchem Mechanismus und wann sie überhaupt Geld verdienen? Weil also den einen Vertrag habe ich ja mal gelesen, also da muss man schon sehr viel Erfahrung haben, um zu verstehen, wann da überhaupt was raustropft und wann nicht. Also es sind natürlich Sachen, die wir uns auch fragen, inwiefern verstehen die denn, was sie da tun? Dementsprechend haben wir jetzt auch in der nächsten Woche uns einfach mal ein paar Leute eingeladen, ein paar Investoren von uns einfach mal querbeet, um mal mit denen erstmal so qualitativ zu reden und das dann später auch irgendwie konkreter zu kriegen. Also es ist eine Frage, die uns auch interessiert. Von der Masse, ich glaube, wir haben knapp 50%, die über weitere Firmenbeteiligungen verfügen bei unserer Investorenschaft, deswegen bin ich da recht zuversichtlich. Aber man muss einfach mit denen sprechen. Okay. Das machen wir aber demnächst. Also bei unseren Investoren ist es auf jeden Fall so, dass es ein Motivationsstrauß ist, der dahinter steckt, wenn die Leute sich beteiligen. Das ist natürlich eine gewisse Renditeerwartung, aber auch, dass man eben das entsprechende Unternehmen und auch genau dieses Gründerteam möglicherweise förderungswürdig oder investitionswürdig betrachtet. Es gibt da also verschiedene Motivationen, auch gesellschaftspolitische Motivationen, dass man dem Start-up-Standort insgesamt Deutschland hilft. Aber es ist natürlich klar, jeder Investor, wenn er denn investiert, egal aus welcher Motivation, möchte, wenn das Startup auch erfolgreich ist, natürlich auch eine gewisse Rendite sehen. Also es ist, investiert niemand und sagt sich, mir ist es vollkommen egal, ob ich dann Geld bekomme, wenn das Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. So, jetzt hat sich Roman Huber, Geschäftsführer von Bayern Kapital, gemeldet. Ja, guten Abend. Ja, ich möchte das Wort von Ihnen von ganz am Anfang wieder aufgreifen. Da sagten Sie, know your customer. Ich bin nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet zu wissen, wer da mit mir spricht. Das heißt, können Sie mir stabil nachweisen, wer alles wirtschaftlich Berechtigte all Ihrer Beteiligungen sind? Kann ich sehr gerne darauf antworten. Das Geldwäschegesetz kennt auch einen Numerus Clausus der Verpflichteten und die Crowdinvesting-Plattformen fallen nicht darunter, da sie unter eben keine dieser Definitionen fallen. Es kommt also darauf an, wie man die Plattformen aufbaut und das Geldwäschegesetz fallen wir nicht. Herr Herzog, dazu auch noch direkt, oder? Möchten Sie? Gut, dann hatte sich eine junge Gründerin gemeldet. Heute nicht nur Männer, sondern doch auch Frauen. Ja, mein Name ist Silke Heiß vom Team Sitmap. Meine Frage ist, Sie haben, oder in der Präsentation wurde angesprochen, 60 erfolgreiche Finanzierungen, zwei sogar mit Folgefinanzierung. Meine Frage, es ist eineinhalb Jahre, wo es zu das aufkommt, die Möglichkeit dazu. Wie viele Anfragen bekommen Sie? Wie lange brauchen Sie, die zu bewerten, dass Sie wirklich ins Netz stellen, damit Sie Geld einsammeln können? Also das Verhältnis. Danke. Das ist immer die Frage, ab wann man eine Anfrage zählt. Ja? Also teilweise ist das wirklich so. Also wir kriegen 5 bis 10 Mails auf jeden Fall irgendwie an unsere entsprechende E-Mail-Adresse pro Tag.
Da ist aber bei vielen schon offensichtlich, dass man da gar nicht groß viel weiter reingehen will. Letztlich macht man natürlich auch irgendwie, schaut sich die ganzen Sachen an, ob erstmal so harte Kriterien erfüllt sind, Gesellschaft schon gegründet, Team komplett da. Also wir haben einfach so einen Kriterienkatalog, wo wir sagen, das sind harte Kriterien, die müssen erfüllt sein, damit was grundsätzlich auf die Plattform darf. Und damit hat man die meisten Sachen eigentlich schon relativ effizient und schnell beantwortet oder geklärt. Ja, also dem kann ich mich anschließen. Wir haben jetzt in den 6 Monaten, in denen wir online sind, eine deutlich dreistellige Zahl an Bewerbungen gehabt. Hat jetzt nochmal ganz extrem zugenommen, nachdem die Anschlussfinanzierung von Doxter durch gewesen ist. Dann haben sich auch sehr viele größere Startups, die bereits auch eben deutliche Investments drin haben, bei uns gemeldet. Dadurch ist das sehr stark angestiegen. Wir haben bisher 7 Finanzierungen abgeschlossen, 2 laufen im Moment. Also daran kann man sehen, die Quote von Startups, die auf die Website kommen, ist sehr, sehr gering. Ist wirklich sehr viel Arbeit. Wir haben extra einen Investment Manager dafür eingestellt, den Philipp Temme, der früher auch bei KPMG war. Und der beantwortet oder arbeitet diese Startup-Anfragen so schnell wie möglich ab. Aber das kann schon 1 bis 2 Wochen auf jeden Fall dauern, bis man bei uns eine Antwort bekommt. Insgesamt ist der Prozess aber schon deutlich schneller, als es jetzt bei einer klassischen VC-Finanzierung der Fall ist, die ja, ich weiß nicht, wie es bei Early Bird ist, aber normalerweise schon so über 6 Monate hinwegzieht. 2 Wochen. Bei Bayern Kapital geht es, glaube ich, schneller, aber sonst. Herr Huber runzelt die Stirn. So, jetzt war auf der rechten Seite, genau. Hallo, mir hat sich vorhin bloß folgende Frage gestellt, ob es bei Companisto oder Innovestment es da auch Hilfe gibt oder ob man da unter dieses das Tätigkeitsverbot fällt, was in den USA galt, was Sie ja vorhin meinten, ob man da irgendeine Hilfe in Anspruch nehmen kann. Weil mir geht es da ähnlich wie dem Herrn Reitz, keine Ahnung, was ein Prospektpflicht ist, steht bei mir hier mit einem großen Fragezeichen. Und demnach ist es natürlich auch recht schwierig, dann so ein umfangreiches, eine Darstellung der Firma hinzustellen, wie es jetzt bei Companisto speziell der Fall ist. Also grundsätzlich muss man jeden Gründer oder Entrepreneur, jedes Startup ermutigen, sich da auch fachkundigen Rat einzuholen. Das hat ja auch Herr Tadawolski gesagt. Also wir sind auch ganz froh darüber, wenn bei den Startups auch spezialisierte Anwälte mit am Tisch sitzen. Das ist auch der Fall gewesen bei unseren Startups. Natürlich klären wir auch darüber auf und unterstützen, auch was die Profilerstellung beispielsweise angeht. Aber wir müssen ganz klar sagen, es ist sinnvoll, sich da fachkundigen Rat zu holen von spezialisierten Anwälten. Da gibt es einige Kanzleien, die darauf spezialisiert sind. Osborne Clark ist eine und da gibt es, glaube ich, auch Startup-Packages. So, jetzt haben wir genug für den Sponsor getan. Oder nicht, vielleicht habe ich vertan. Sonst muss ich die Rechnung erhöhen. Wir haben jetzt noch so Zeit für 2, 3 Fragen. Ich stehe mal auf, sonst sehe ich nämlich, vielleicht ist da hinten auch noch eine Frage. Also sonst hier Uli Mahr, Max Planck Innovation. Danke. Was mich interessieren würde, Sie haben ja vorhin schon alle möglichen Aufgaben aufgeladen bekommen als Plattform, was Sie alles besser machen sollen, Informationsmanagement zu den Investoren etc. Sie kriegen, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen 5% und 10% Provision in einer Summe, die 100.000 Euro im Regelfall nicht übersteigt. Wie finanzieren Sie sich überhaupt? Also das eine ist natürlich, dass ursprünglich Leute mal in die Firma Geld investiert haben, ja? Also die Gesellschafter, die halt jetzt da sind, das zum einen, zum anderen natürlich aus dem Geschäftsbetrieb. Zum dritten, wie man es im Startup so macht, durch persönlichen Verzicht bis zu einem gewissen Punkt auch. Und zum vierten, dass klar, wenn das Modell langfristig funktionieren soll, dann müssen die Volumen auf jeden Fall auch größer werden. Ja, also natürlich ein Ansatzpunkt ist, die Volumina zu erhöhen. Das ist ja bei Companisto jetzt schon geschehen. Wenn man die 100.000 Euro einmal durchbricht, ist ja das geilste Limit. Ja, also wir werden jetzt nicht bei 150.000 Euro stehen bleiben. Die Finanzierungsanzahl wird sich natürlich auch erhöhen. Darüber hinaus ist es auch so, dass wir liegen bei Companisto bei einer Provision von 9%, hätten auch eine höhere Provision insgesamt nehmen können. Seedmatch macht das ja auch.
Allerdings verzichten wir auf einen Teil der Provision und haben auch eine Carry-Regelung bei uns drin. Also wir sind bei allen Startups auch mit einem Carry drin, ist letztlich auch notwendig, wurde auch von Herrn Honhoff und Herrn Klöhn angeregt, dass man möglicherweise die Vergütung auch eher Richtung erfolgsbasiert auslegen sollte. Das ist bei uns der Fall. Jetzt da vorne rechts, letzte Frage. Eine Frage an die beiden VC-Vertreter, und zwar zum Stichwort Wisdom of the Crowd. Glauben Sie tatsächlich, dass die Crowd mit den vielen häufig unerfahrenen Anlegern tatsächlich einen Informationsmehrwert für den Gründer und für die anderen Investoren bietet, der dann auch noch eventuell mit einer VC-Prüfung mithalten könnte? Ich antworte mal ganz salomonisch. Bei uns erfolgt der Investitionsentscheidungsprozess eigentlich auch in der Crowd. Das heißt, meine gesamten Partner sitzen für die Investitionsentscheidung um den Tisch. Natürlich stelle ich Ihnen im Rahmen von einem Investment Proposal vor, warum ich glaube, dass das spannendste Unternehmen seit langem ist, was wir gesehen haben. Aber oft entscheiden kleine Faktoren, wie beispielsweise gefallen mir die Manager, sind die getrieben genug, sind die unternehmerisch genug und vielleicht ein paar ganz klitzekleine Details im Businessmodell, die nicht beantwortet werden konnten. Oft entscheiden genau solche Fragen darüber, ob investiert wird oder nicht investiert wird. Also von daher glaube ich, man darf jetzt das Expertentum nicht überschätzen. Es ist wichtig, weil es viele Fragen stellt, die andere vielleicht gar nicht stellen würden. Aber am Ende des Tages ist so ein bisschen Crowd-Entscheidung ist immer eine gute Entscheidungsbasis. Deshalb denke ich schon, eine gute Sache grundsätzlich. Aber auf der anderen Seite denke ich, ich kann nur über das entscheiden, worüber ich wirklich weiß. Und da glaube ich, haben alle Plattformen noch ordentlich nachzulegen. Inwieweit kann ich die Informationsqualität ausreichend absichern, beziehungsweise inwieweit kann ich vielleicht die Crowd so weit trainieren, dass sie mir auch bei der Untersuchung eines Cases hilft. Beispielsweise kann ich ja auch mal zu B2C-Geschäftsmodellen kann ich mal die Frage stellen, wie viele von euch würden das Ding überhaupt kaufen, das da produziert werden soll. Ja, kann ich noch kurz dazu was sagen? Also schließe mich auf jeden Fall an. Ich denke, also natürlich ist es bei uns nicht anders. Die VCs haben ja in dem Sinne ein anderes Modell, als dass so ein VC-Fonds, ein normaler VC-Fonds investiert vielleicht in 10, 15 Companies innerhalb dieses Fonds, während so eine Crowdfunding-Plattform in Hunderte, wenn nicht vielleicht irgendwann sogar Tausende Firmen investieren kann. Und dadurch ergibt sich daraus ein ganz anderes Dynamikprofil einfach auch, wo man vielleicht eher auf Quantität als auf so eine lange Prüfung in jedem Detail setzen kann. Was auch eigentlich meiner Meinung nach dem Ziel, nämlich Entrepreneurship in einer ganz frühen Stufe anzuschieben, auch eher gerecht wird. Ja? Deswegen, also wenn VCs manchmal sagen, okay, wir machen noch Seed Investments, dann heißt es ja auch nichts anderes, als dass sie viel frühere Investitionsentscheidungen oder Stadien eingehen und das dann auch in einem schnelleren Prozess durchlaufen, als wenn sie irgendwo in einer Zweit- oder Dritt- oder Viertrunde investieren. Ja? Und ansonsten, wie ich irgendwann im Laufe des Abends schon mal gesagt habe, die VCs haben natürlich den großen Vorteil, dass sie im Dealflow viel mehr Überblick haben als jetzt der einzelne Crowd-Investor. Ja, der sieht vielleicht die anderen Plattformen noch, aber dort wird er nicht den Deal nochmal sehen, wenn wir halt, wir sehen auch Deals immer wieder kommen, jedes Jahr. Ja, man stellt sich natürlich die Frage, warum kommt der jetzt wieder? Ja, und dann kann man da viel näher reinschauen. Also, es hält sich alles wieder. Ja, das Mikro geht nicht mehr. Aus bedachtem Grund. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Vielen herzlichen Dank den Herren auf dem Podium. Das Crowd Investing Symposium soll ja eine Institution werden. Wir wollen es wiederholen. Und genderorientiert wie die LMU ist, muss beim nächsten Mal natürlich auch hier eine Frau, eine Dame sitzen, mindestens. Genau, sind Sie beim nächsten Mal schon wieder dabei.
Liebes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es ist uns gelungen, so ein bisschen den Spagat der Komplexität des Themas, der Heterogenität der Zielgruppen zu überbrücken, dass Sie interessante Impulse mitgenommen haben, Informationen und was jetzt noch ansteht, ist, dass Sie Kontakte knüpfen können. Wir haben in guter alter Münchner Businessplan-Wettbewerbs / Evobis-Manier Namensschilder mit farbigen Punkten. Die Ihren Status wiedergeben sollen. Es ist ja Faschingszeit, Sie können also gerne auch in andere Rollen schlüpfen und sich mit weiteren Punkten dekorieren. Ich lade Sie jetzt herzlich ein, nochmal auf Einladung unserer Sponsoren IBM Global Entrepreneur und Osborne Clark in das zweite Obergeschoss, in die dortige Empfangshalle mit Fresko, so der offizielle Name. Dort erwartet Sie ein kleines Fingerfood-Buffet und Getränke. Und lassen Sie sich bitte nicht abschrecken durch die Baustelle im Inneren des Lichthofes. Wir machen gerade Frühjahrsputz. Folgen Sie einfach den Kolleginnen, die jetzt in den zweiten Stock stürmen. Und meine Bitte wäre jetzt auch, wenn Sie noch Fragen an die Referenten haben, wir gehen am besten gemeinsam auch gleich hoch, dass wir uns jetzt hier nicht festquatschen und erst in einer halben Stunde am Buffet sind. Vielen herzlichen Dank. Applaus